Er studierte an der London School of Economics und an der School of Management in Paris. Er machte Karriere bei Unternehmen wie McKinsey, Boston Consulting Group, ING Bank und Max Makers. Diese Unternehmen führten ihn nach China, Singapur, Abu Dhabi, Vietnam. In Asien gründete er ein Unternehmen, ein Start-up-Unternehmen und verkaufte es dort wieder. Vor knapp 2 Jahren gründete er einen Wirtschaftsverband hier in der Schweiz, Swiss Cleantech. Swiss Cleantech steht für eine saubere, nachhaltige Energiestrategie, hat heute 250 Mitglieder bereits. Als David gegen Goliath, Economie Suisse, hat er bereits 2-mal so richtig gewonnen. Im letzten Dezember wurde das CO2-Gesetz verschärft. Am 25. Mai hat der Bundesrat keine neuen Atomkraftwerke beschlossen. Damit ist Cleantech zum strategischen Eckpfeiler unserer Politik, unserer Wirtschaft geworden. Swiss Cleantech will die Schweiz international führend positionieren als Standort. Und eine Studie von McKinsey sagt voraus, dass im Jahr 2020 ein 16 Milliarden Markt hier in der Schweiz entstehen wird mit 16.000 Arbeitsplätzen. Ich korrigiere, 30 Milliarden Markt mit 16.000 Arbeitsplätzen. Jüngst schrieb die Handelszeitung, Sonne, Wind und Wasser machten ihn zum Superstar. Er ist Präsident dieses Swiss Cleantech und spricht heute zu uns zum Thema Cleantech, eine saubere Zukunft für die Schweiz. Hier kommt Herr Nick Beglinger. Vielen herzlichen Dank für diese Einführung, die habe ich sicherlich nicht verdient. Meine Damen und Herren, es freut mich sehr, heute Abend hier zu sein. Es ist eine große Ehre, hier an dieser Award-Veranstaltung zu Ihnen sprechen zu können. Als allererstes möchte ich dem Veranstalter gratulieren, vor allem dem WTT-Office und Professor Müller. Ich finde, das war ein grandios organisierter Anlass in der Vorbereitung, extrem professionell. Ich gratuliere ganz herzlich und vor allem natürlich gratuliere ich den Young Leaders. In der Vorbereitung dieses Referates habe ich mir gesagt, mich habe ich erinnert, dass mein erster Vortrag in der Schweiz an der HSG war, 1995. Ich habe dort auch einen Award gewonnen, das ist der ISC Award, der dann von McKinsey gesponsert wurde, musste dann aber gleich noch einen Vortrag dazu halten. Ich freue mich für all die, die heute nur den Award nehmen können und ich den Vortrag mache. Jetzt müsste ich den, genau, so wunderbar. Den heutigen Abend möchte ich eigentlich dem Thema Energie widmen, aber dem Thema Energie wirklich auf die Young Leaders zugeschnitten. Und zwar, das Thema Energie ist eigentlich ein sehr schönes Thema. Sie sehen dieses wunderbare Projekt von Bertrand Piccard, der Solar Impulse Flieger, der soll uns an diesem Vortrag etwas begleiten, einen symbolischen Wert geben für was heute möglich ist in der Schweiz. Dieses Flugzeug fliegt allein mit Solartechnologie, es hat Batterien in den Flügeln und wenn es oben ist und die Sonne untergeht, dann hat es genügend Batterie, um den Tag, um die Nacht durchzufliegen, bis die Sonne wieder kommt. Es kann also 24 Stunden bemannt in der Luft bleiben und es ist ein wunderbares Schweizer Vorzeigeprojekt. Vielleicht ganz kurz zur Struktur, Sie sehen das Programm. Ich stelle ganz kurz Swiss Cleantech vor, damit Sie wissen, wer ich bin und von wo ich komme. Ich sage dann etwas über das nachhaltige Wirtschaften, wieso ist das überhaupt wichtig und ein Thema heute. Gehe dann zu den Schweizer Stärken, die wir haben, das ist ganz, ganz wichtig. Da haben wir viel zu bieten und das sollten wir auch nutzen. Gehe über zur Cleantech-Energiestrategie, eben das aktuelle Thema, wie geht das so mit den Atomkraftwerken oder eben ohne. Und ganz am Schluss eine Zusammenfassung natürlich speziell für die Leaders, die Young Leaders heute Abend. Vielleicht ganz kurz zu Swiss Cleantech. Wir sind ein Wirtschaftsverband, Sie sehen, ich trage keine Birkenstock-Sandalen, bitte merken Sie sich das für alles, was ich dann nachher noch sage. Wir haben ein ganz klares Ziel und das Ziel ist, wir möchten die Schweiz als Vorreiter positionieren im Bereich Cleantech.
Nicht nur die Schweiz soll davon profitieren, sondern als zweites Ziel möchten wir auch einen Beitrag leisten, international. Wir möchten unsere Technologie, unser Wissen exportieren, somit wirtschaftlich profitieren, aber somit eben auch einen Beitrag leisten an die anderen Länder, die nicht so privilegiert sind und nicht so viel wissen in diesen Bereichen. Ich komme dann zum Thema eben nachhaltiges Wirtschaften. Für uns heißt das Cleantech. Ich komme nochmal auf die Definition, aber beim Wirtschaftsverband geht es um das, um nichts mehr und nichts weniger. Es geht um Marktwirtschaft, aber eben eine nachhaltige Marktwirtschaft. Und dann vielleicht kurz ein bisschen Hintergrund. Sie sehen hier oben rechts mit dem roten Pfeil unser Logo, das ist die Cleantech-Strategie Schweiz, die wir für uns veröffentlicht haben im Oktober 2010, ein Monat vor dem, dass der Bund den Masterplan Cleantech veröffentlicht hat. Der hat Frau Leuthard angefangen, Bundesrätin Leuthard angefangen und ist von verschiedensten Departementen, eben auch dem Wirtschafts-, dem SECO, veröffentlicht worden. Sehr wichtig, es zeigt eine Strategie an Richtung Cleantech, die eigentlich genau unserem Sinne entspricht und wir sind sehr, sehr glücklich darüber. Jetzt vielleicht noch kurz zu den Aktivitäten von Swiss Cleantech. Als Wirtschaftsverband haben wir die Aufgabe, die Interessen unserer Mitglieder zu vertreten. Das machen wir in Bern. Wir machen Politik, das heißt, wir lobbyieren, obwohl ich dieses Wort eigentlich nicht so gerne habe. Es geht aber um das, es geht nämlich darum, dass wir die richtigen Rahmenbedingungen treffen können, die zu einer nachhaltigen Wirtschaft führen. Wir haben als erstes Thema das CO2 uns zu Herzen genommen und sind dann mehr und mehr ins Thema Energie reingerutscht, könnte man sagen. Es ist ein ganz schwieriges und ein ganz großes Thema. Wir haben sehr viel jetzt zu diesem Thema bereits gemacht. Vielleicht ganz kurz zu den Mitgliedern. Es wurde kurz erwähnt, wir haben 250 im Moment und vielleicht, ich kann da nicht auf die Einzelnen eingehen, aber Sie sehen ganz klar, das sind große und kleine Firmen drunter, das sind energieintensive Firmen drunter, Glas Keller, Bavatex beispielsweise. Es sind auch ein Haufen Elektrizitätsversorger drunter, von EKZ, Kanton Zürich, SIG in Genf. Es sind aber auch traditionelle Industrieunternehmen drunter. Ich darf vielleicht auf Landis und Kier in diesem Zusammenhang hinweisen. Wir haben direkte Mitglieder und wir haben Verbandsmitglieder. Sie sehen die auf der rechten Seite. Damit wollen wir unseren Einfluss verstärken. Wir arbeiten mit diesen Verbänden so zusammen, dass wir ihre Mitglieder auch für unsere Aktion einbeziehen können, um dann mehr Kraft in der Politik zu haben. Jetzt ganz aktuell heute Morgen, vielleicht interessiert Sie das, wir haben eine Pressekonferenz gehabt in Bern mit Bertrand Piccard zusammen. Bertrand ist der Präsident unseres Patronatskomitees und unterstützt uns sehr in unserer Arbeit. Wir haben eine Energiecharta veröffentlicht, die wurde bereits von 480 sind es im Moment Kandidaten unterschrieben. Die Energiecharta sagt, die Schweiz soll die Energiewende durchführen, die Schweiz soll sich von Atom lösen und Richtung Erneuerbare und Effizienz gehen. Und Sie sehen im Chart, dass das eine sehr breite Aufteilung ist von verschiedensten Parteien und notabene, wir haben dort rechts, wenn Sie sehen, der blaue Zirkel, auch die SVP ist dabei, auch die FDP ist dabei, wir haben sogar 5 Parteipräsidenten, CVP, BDP inklusive. Das heißt also sehr gut angekommen und wir hoffen, dass das nochmal einen weiteren Impuls gibt, damit wir diese Energiewende klar und schön schaffen. Jetzt zum Thema Nachhaltigkeit. Erinnern Sie sich an meine Schuhe bitte. Jetzt kommt so ein bisschen Hintergrund eben, wieso überhaupt Cleantech. Und da gibt es dicke Bücher drüber und ich bin sicher, viele von Ihnen kennen diese Bücher, aber einfach ganz, ganz einfach erklärt, Nachhaltigkeit heute ist Realität. Es kommt nicht darauf an, ob man Sustainability sagt oder Cleantech oder Green Economy oder grüne Wirtschaft, ist eigentlich alles das Gleiche. Es ist die Tatsache, dass auch von Wirtschaftsseite verstanden werden muss, dass es einen Druck gibt auf unseren Planeten. Der ist einfach erklärbar. Sie haben auf der einen Seite Bevölkerungswachstum. Stellen Sie sich vor, als ich geboren wurde 1969 im Dezember, hat es ungefähr 3,7 Milliarden Leute auf diesem Planet gehabt. Und vor ein paar wenigen Wochen haben wir die 7-Milliarden-Grenze überschritten. Das heißt, in meiner Lebzeit hat sich die Bevölkerung unseres Planeten verdoppelt. Stellen Sie sich vor, was das heißt in der Küche, auf der Toilette, im Bad und so weiter.
Die rechte Seite ist aber die zweite Seite, die beachtet werden muss, und das ist der Konsum. Wenn wir in der Zeitung lesen, dass die Chinesen ihren Lebensstandard erhöhen, dann heißt das nichts anderes, als dass sie auch ihren Konsum erhöhen und ihren Ressourcenbedarf erhöhen. Wenn man einen Chinesen sich vorstellt, vom Fahrrad aufs Motorrad umstellend, stellen Sie sich vor, wie viel mehr und andere Ressourcen das Motorrad im Vergleich zum Fahrrad braucht. Und es sind diese beiden Trends, die einwirken auf den einen Planeten, den wir eben nun haben. Sehr schön gemessen durch den ökologischen Fußabdruck von einem Schweizer, einem Freund von mir, dem Mathis Wackernagel, entwickelt. Und dieser Druck ist es, den wir lösen müssen. Die Wirtschaft muss den lösen, die Gesellschaft eben auch. Und jetzt vielleicht für all die, die denken, Druck und Planet und so, das klingt alles etwas esoterisch. Nein, das ist es wirklich nicht mehr. Das war vor 20 Jahren so, aber heute ist Nachhaltigkeit eine Wissenschaft. Wir wissen genau, wo es harzt, und ich habe hier ein Beispiel mitgebracht vom Stockholm Resilience Center. Das ist ein Zentrum in Stockholm, die sich über Research im Bereich Nachhaltigkeit befasst, und Sie sehen, im Grünen ist der Bereich die Grenzen, die wir nicht überschreiten sollen. Und all die roten Zupfels zeigen uns, dass wir in verschiedenen von diesen Bereichen eben schon über das sind, was wir eigentlich, wo wir eigentlich sein sollten. Climate, das Klima, das CO2 sehen Sie oben. Das ist nicht das größte Problem. Das größte Problem ist eigentlich die Biodiversität, und es gibt noch viele andere Probleme. Die Hauptnachricht ist hier, Nachhaltigkeit ist kein Bauchgefühl mehr. Wir wissen, wo es harzt, es ist Wissenschaft, und darum können wir auch von der Wirtschaft Lösungen dazu finden und identifizieren. Und politisch und, sagen wir, vom wirtschaftspolitischen Aspekt her heißt das nichts anderes, als dass wir unseres Erachtens ein System brauchen, wenn Sie so wollen, das nicht der Neoliberalismus ist, wo man sagt, man ist liberal und lässt den Markt alles selber entscheiden, irgendwie wird er schon ans richtige Ziel kommen. Wir sind der Meinung, das richtige System, wenn Sie so wollen, ist das der nachhaltigen Marktwirtschaft, wo eben die planetären Grenzen ernst genommen werden, in Rahmenbedingungen verpackt werden, angedeutet mit den ökologischen Rahmenbedingungen rund, den sozialen Rahmenbedingungen viereckig, und innen drin kann mit diesen neuen Regeln der Markt ganz genau gleich agieren. Es gibt ein paar neue Regeln, vielleicht ein paar alte weniger, und so reagiert der Markt, der freie Markt, unter gewissen Spielregeln kommen wir so zu einem nachhaltigen Ziel. Das ist die nachhaltige Marktwirtschaft. Und das ist es genau auch, was Cleantech ist. Und vielleicht in diesem Zusammenhang möchte ich noch kurz hinweisen auf zwei Punkte, die ich immer höre. Cleantech einerseits, das ist ja eine oder zwei Industrien. Nein, das ist es nicht. Cleantech gemäß Bundesdefinition, gemäß unserer Definition, ist ein Qualitätsfaktor. Es ist ein Faktor, wie gut man etwas macht. Und er kann sich in allen verschiedenen Industrien spiegeln. Cleantech kann überall, auch beim Bäcker und beim Metzger, genau gleich wie beim Sanitär, in Erscheinung treten. Und darum Cleantech als Qualitätsfaktor. Immer ein Punkt, den ich höre, ist Subventionen. Die Economist hat mal gesagt, ich sei ein Subventionsjäger. Ich weiß nicht genau, was das ist, aber auf alle Fälle stimmt es nicht. Wenn wir von nachhaltiger Marktwirtschaft reden, dann reden wir von Vollkosten. Wir möchten, dass die vollen Kosten gerechnet werden, damit man eben richtig rechnet. Und wenn Sie diese Rahmenbedingungen haben, dann fangen Sie an, richtig zu rechnen. Sie vergessen nicht beispielsweise das CO2 oder die Biodiversität oder das Risiko bei einem Atomkraftwerk. Das sind alles Externalitäten, habe ich noch an der Uni so gelernt. Eigentlich müssen diese aber internalisiert werden, weil sie real sind und in Betracht gezogen werden müssen. Jetzt zur Schweiz. Das ist wunderschön, von der Schweiz zu erzählen, gerade bei einem internationalen Publikum, das ich manchmal habe mit Delegationen und so weiter, weil wir wirklich international, und das realisiert man vor allem, wenn man ein Weilchen weg war und dann zurückkommt in die Schweiz zum Arbeiten, wie gut es uns eigentlich geht und wie stark wir sind. Sie kennen sicher die Zahlen vom WEF, dem World Economic Forum, sagt, wir sind das wettbewerbsfähigste Land der Welt. Die Europäer sagen und auch viele Beratungsfirmen sagen, dass wir auch die innovativsten sind auf dieser Welt. Also die Europäer sagen es von uns, wir seien die innovativsten in Europa. Ist ja kein schlechtes Kompliment. Und wenn man jetzt auch in diese verschiedenen Bereiche reingeht, die speziell zum Thema Nachhaltigkeit zählen, dann sehen Sie beispielsweise in der Mobilität, ich weiß nicht, ob Sie wissen, auch in der Mobilität ist die Schweiz Weltmeister. Niemand braucht mehr öffentlicher Verkehr pro Kopf als wir. Das Gleiche gilt für die biologische Landwirtschaft.
Wir haben die strengsten Vorschriften, was die Giftstoffe angeht. Wir haben die höchsten Recycling-Rates, was verschiedene, die wichtigsten Stoffe angeht. Wir haben sehr, sehr gute Gebäudestandards, war selber im Vorstand von Minergy. Und wir haben auch eben in der Energie zwar ein bisschen Photovoltaik und Biomasse verschlafen gegenüber Österreich und Deutschland, aber sicherlich in der Wasserkraft haben wir einen Riesentrumpf. Und weil wir mit der Wasserkraft Strom sparen und speichern können, haben wir auch Erfahrung im Handel. Und das ist gerade jetzt, wo mit erneuerbaren Energien mehr Fluktuation ins System kommt, enorm wichtig. Das heißt also, die Schweiz, und das sage nicht nur ich, da gibt es auch die Yale University und viele, viele anderen, die sagen, die Schweiz ist nicht nur sehr wettbewerbsfähig, nicht nur sehr innovativ, wir sind auch mit sehr vielen Nachhaltigkeitsfaktoren weltweit Spitzenklasse. Kleines, konkretes Beispiel. Ich hatte die Ehre, vor einem Jahr mit Bundesrätin Leuthard, dann Bundespräsidentin Leuthard, nach China zu reisen mit einer Wirtschaftsdelegation. Sie sehen links den China-Pavillon in Shanghai an der World Expo. Rechts ist ein Panel, wo auch der Bertrand Piccard drauf ist. Wir haben den Präsidenten von ABB in diesem Panel gehabt. Ich hatte ja ein Team, das auch mit ABB gearbeitet hat und gerade in China, Oerlikon Solar und Hinmin Solar, auch auf diesem Panel. Wir haben also vor einem Jahr bereits Cleantech in China gepusht. Das war eine sehr schöne Erfahrung, weil wir haben gemerkt, es kommt an. Ich habe vor zwei Wochen den Chef von Schindler High Power Elevators getroffen, der Herrn Haney. Er hat mir gesagt, die Swissness in China gibt ihm 3-6% Margen. Und die Nachhaltigkeit in der Swissness, die gibt ihm nochmal 3-6% Margen. Das heißt, was ich hier Ihnen sage, was die Stärken der Schweiz angeht, das findet heute schon Akzeptanz am Markt, das zahlt sich heute schon in China aus. Und es ist auch das Ziel, sowohl unserer Cleantech-Strategie wie der des Bundes, dem Masterplan des Bundes, dass wenn ein Chinese an die Schweiz denkt, er die Schweiz ebenso mit Cleantech in Verbindung bringen soll, wie er das heute mit Schokolade, Banken oder Käse tut. Das ist unser Ziel. Weil wenn wir das erreichen, dann erreichen wir etwas ganz Wichtiges, dann stehen wir nicht nur für Qualität, was wir schon stehen, wir stehen auch nicht nur für ein schönes Land, da stehen wir auch schon, sehr bekannt, aber wir kombinieren das und stehen für saubere Qualität und das ist eben dann Cleantech. Und der China-Pavillon vielleicht noch schnell, dass da auch Bedarf ist. Die Chinesen werden ja oft verschimpft, indem dass man sagt, ja, die bauen jede zwei Wochen ein neues Kohlekraftwerk und die kümmern sich eh nicht um die Umwelt. Wieso sollen wir denn das tun? Das stimmt nicht. Die Chinesen wachsen sehr schnell, brauchen viel Energie, aber sie machen enorm viel. Im China-Pavillon, der war dreimal so hoch als alle anderen Länder-Pavillon. Wenn man reinkommt, geht man zuerst durch die Geschichte und die Geografie durch und im obersten Stockwerk alles nur Nachhaltigkeit, erneuerbare Energien, Biolandwirtschaft und so weiter und so fort. Das heißt, die Chinesen wollten an dieser Expo ein klitzeklares Zeichen geben. Für sie ist das extrem wichtig, dieses Thema Cleantech. Ich habe mindestens eine Delegation pro Monat aus China im Moment. Das heißt, Chinesen, gerade für die Schweiz und Cleantech, ein Riesenmarkt. Und jetzt gehen wir zum Thema Energie etwas ins Detail. Ich möchte Ihnen noch ein bisschen von der Cleantech-Energiestrategie berichten und vielleicht einfach, dass man immer daran denkt, das Thema Energie ist ein spezifisches Thema wichtig, aber es hat mit von sehr vielen anderen Themen Bezug. Also die Mobilität beispielsweise ist natürlich im direkten Zusammenhang mit der Energie. Welche Energie brauchen wir für die Mobilität? Ist es Elektro, ist es Benzin wie bisher und so weiter? Das ist also ein multidimensionales Thema, die Energie. Und wenn wir über die Energie reden, ist es mir ein sehr hohes Anliegen, immer wieder zu sagen, da darf man das Thema CO2 nicht vergessen. Das deckt sich. Man kann nicht sagen, jetzt machen wir ein bisschen erneuerbare Energie, dafür vergessen wir das CO2. Man muss beides in Betracht ziehen, beides zusammen in Betracht ziehen. Wir setzen uns ein, dass die Schweiz, weil wir so stark sind, wie ich Ihnen gezeigt habe, eben auch sich klare, starke Ziele setzt im Bereich CO2 und Energie. Wir können das. Und wenn es wir nicht tun, wer zum Henker soll es dann tun? Wir schulden es auch irgendwie der Welt, unserer Meinung nach. Wir sollten Vorreiter sein, weil Vorreiter heißt dann auch nachher davon profitieren. Jetzt kurz der Energiekontext. Wir haben in der Schweiz eine Situation in der Energie, die nicht ganz befriedigend ist. Und zwar habe ich zwei Zahlen herausgenommen, die man selten so klar in den Medien sieht. Die eine ist die Selbstversorgung. Man hört viel über Stromlücken. Aber wenn wir die Gesamtenergie betrachten, das Öl, das Gas und all das dazu, dann merken wir, wir sind zu 20% Selbstversorger und 80%
sind wir abhängig. Wir haben also eine Energielücke, wenn Sie diese Terminologie brauchen wollen, von 80%. Das zweite ist das nukleare Thema, das überwiegt die Diskussion im Moment, zu Unrecht, weil nuklear, wie Sie sehen, entspricht 10% unserer Gesamtenergie. Es ist 40% vom Strom, aber es ist 10% der Gesamtenergie. Es ist also ein Seitenthema. Beim Fossilen ist klar, großes Problem CO2. Die Welt muss dramatisch CO2 reduzieren. Je schneller wir das tun, desto günstiger wird es für uns. Je schneller ein Land das tut, desto mehr ist es Vorreiter und profitiert, wenn es all den anderen Ländern hilft, das auch zu tun. Aus wirtschaftlicher Sicht ist die Abhängigkeit ein Problem. Also wenn Sie hochgradig an Öl, an einer Ölheizung hängen und der Ölpreis geht auf, weil es in Saudi-Arabien jetzt auch noch eine Revolution gibt beispielsweise, dann sind Sie abhängig und das ist ein Risiko. Das hat man in der Wirtschaft sicher nicht gern. Wirtschaftlich gesehen ist aber die Wertschöpfung eigentlich das Dramatischste bei den Fossilen. Unsere hart verdienten Schweizer Franken, was machen wir mit denen? Wir schicken sie nach Libyen oder Kasachstan oder wo auch immer, kriegen etwas Zeugs dafür, verbrennen das Zeug und dann schicken wir weiter Geld ins Ausland. Von der Wertschöpfung gesehen absoluter Unsinn und darum eben auch ein großes Fragezeichen dort. Jetzt nuklear. Nuklear ist klar, da hat man nach Fukushima eigentlich gemerkt, die Vollkosten, die werden dort eben genau nicht gerechnet. Ein Risiko eines Atomkraftwerkes in einem dicht besiedelten Land wie die Schweiz, das versichert Ihnen keine Versicherungsgesellschaft. Wieso? Weil es eben so wahnsinnig hoch ist. Wenn die Eintretenswahrscheinlichkeit sehr klein ist, ist das Risiko sehr hoch, Sie finden keinen Versicherer. Das heißt, nuklear, Abfall, auch noch ein Problem, für 100.000 Jahre etwas aufbewahren, da kann man gar nicht cashflow-mäßig richtig rechnen. Darum also auch bei Nuklear das Problem Wirtschaftlichkeit. Rentiert sich das heute überhaupt, wenn man die Vollkostenrechnung macht? Und wir sagen ganz klar, nein, ich habe das in der Arena gesagt im Oktober letzten Jahres, da haben wir noch alle angerufen und gesagt, du spinnst ja, Wirtschaftsverband und nein zu Atom, das kann ja gar nicht sein. Jetzt ist das mehr oder weniger Mainstream, jetzt hat man sich damit abgefunden, immer mehr Parteien, man schafft es und es ist eben nicht wirtschaftlich die richtige Lösung. Vielleicht noch ganz schnell zu den Generationen, das ist auch so ein Thema jetzt, der Rolf Soiron von der Economist Suisse hat das sehr gut aufgebracht, er hat gesagt, vielleicht gibt es ja bald schon neue Atomkraftwerke, die sind dann ganz viel besser und so weiter und so fort. Fakt ist, 2045 ist der früheste Termin für ein neues Generation Atomkraftwerk. Sie sind immer noch relativ gefährlich und es gibt viele andere Technologien, die viel eher uns in der Energiewende unterstützen. Geothermie beispielsweise, das ja gerade hier ein großes Thema ist. Und das Atomkraftwerk, das gestern wieder ans Netz ging, das, oder heute im Laufe der Nacht ans Netz ging, das ist aus 1969, da bin ich geboren und die Telefone haben noch so ausgesehen wie auf diesem Bild. Sie merken also, das ist eine alte Technologie. Und jetzt muss man sich überlegen, müssen wir wenden oder nicht? Und meines Erachtens ist die Frage ziemlich klar, ja absolut müssen wir wenden. Fossil und nuklear als Hauptgründe und vor allem die Wirtschaft. Weil wenn wir schauen, wo ist das Marktpotenzial? Für die Leaders in der Zukunft aus der Schweiz, dann sehen wir, das ist bei den Erneuerbaren, das ist bei der Energieeffizienz, das ist bei den Netzen. Dort müssen wir draufsetzen und nicht auf die veralteten Technologien, auch wenn es da Widerstand gibt. Jetzt haben wir eine Cleantech-Energiestrategie gemacht. Wir haben 60 verschiedene Experten konsultiert und haben gesagt, wir möchten unabhängig von einer Industrie für die Gesamtschweizer Wirtschaft optimiert rechnen, wie soll das gehen. Wir haben das gemacht, klare Ziele definiert, das Klimaziel, wie ich es vorher erwähnt habe, das Eigenversorgungsziel, wir haben gesagt, von 20% müssen wir Eigenversorgung, müssen wir auf über 75% kommen, klare Ziele gesetzt und vor allem das Marktpotenzial haben wir genau angeschaut. Wir wollen in der Schweiz nur das unterstützen, was uns international eben auch einen Markt gibt. Wir haben dann Bedarfanalysen gemacht, wie geht es hoch? Der Bedarf mit Bevölkerungswachstum und so weiter und geguckt, wo ist die Energieeffizienz. Genau das zeige ich Ihnen ganz kurz. Sie sehen fünf der wichtigsten Bereiche in der Annahme der sogenannten Energiedienstleistungen, das heißt die Energie, die wir brauchen, die Bevölkerung braucht, die Wirtschaft braucht. Und Sie sehen, weil wir eben einen hohen Lebensstandard rechnen und weil die Schweiz auch Wirtschafts- und Bevölkerungswachstums erleben wird, gehen eigentlich alle Bereiche rauf.
Wir brauchen mehr Häuser, das heißt, wir haben mehr beheizte Fläche, wir haben Prozessenergie mehr, weil wir den Produktionsstandort Schweiz sicher erhalten möchten. Wir haben Personentransport, weil mehr Mobilität entsteht und so weiter und so fort. Das Schöne ist jetzt aber, zwar gibt es mehr Dienstleistungen, die gebraucht werden, aber die Effizienztechnologien, die sind eben umso gut. Man sieht, bei der beheizten Fläche gibt es 20 hoch, aber mit Effizienztechnologien kommen wir 60 runter. Ich kann jetzt hier nicht in die Details gehen, wie wir das machen. Sie sehen es dann in der Dokumentation, aber Sie sehen, in all diesen Bereichen kann man, und das ist fundiert mit den verschiedensten Experten gemacht, substanziell nach unten mit den Effizienzen. Das heißt, der Gesamtdemand geht, der Gesamtbedarf geht nach unten. Und jetzt möchte ich noch ganz kurz ein praktisches Beispiel zeigen. Das ist ein Haus, ein Einfamilienhaus in Bern, eines Mitarbeiters von mir. Sie sehen das Haus auf dem Foto oben links, unrenoviert, unten renoviert. Wenn man die Zahlen im Energiebereich anschaut, die Charts, sehen Sie, durch die Isolation, die man vorgenommen hat, hat man 80% des Energiebedarfs reduziert. Wenn man die Öl- oder Gas- oder Elektroheizung in eine Wärmepumpe verändert mit einem Jahresarbeitszahl von 4,5, reduziert man nochmal. Der Eigenbedarf im Haus durch die Geräte und so weiter wird durch die Photovoltaikanlage auf dem Dach voll und ganz abgedeckt. Und wenn man den Nissan Leaf fährt, der heute im Handel erhältlich ist als Elektroauto, zugegebenermaßen nicht gerade das eleganteste und sexyste Auto, aber es ist heute erhältlich, dann kann man sogar in diesem Haus den eigenen Strombedarf noch für die Mobilität decken. Und so sieht das Ganze aus im Chart. Wenn man das durchrechnet, Sie sehen das Jahr 2010 als Ausgangslage, das Jahr 2050 im Endstatus und Sie sehen, wie die Energie vor allem den grauen Balken, die fossilen, dramatisch nach unten gehen kann. Sie sehen, die erneuerbaren Energien unten im Strom wächst und lässt sich durch einen Mix, der die Biodiversität beachtet, der das CO2 beachtet und eben vor allem auch die wirtschaftlichen Chancen beachten, lässt sich das lösen. Und wir haben klare Vorteile, weil wir jetzt fast 75% Eigenversorger sind und unser CO2 über 85% reduziert haben. Und damit komme ich zu der Zusammenfassung und zu meinem letzten Slide. Vielleicht noch mal ganz kurz. Wenn man heute dieses Thema anguckt, vor allem das Thema Energie, da muss man langfristig denken. Und wenn man das tut, dann sieht man, Nachhaltigkeit ist eine Realität, dann kann man nicht mehr drum herum, das muss man einfach akzeptieren, auch in der Wirtschaft akzeptieren. Und wenn man das tut, dann versteht man immer mehr, vor allem wenn man aus der Schweiz kommt, dass das eine Riesenchance ist und nicht in erster Linie eine Gefahr für die Schweizer Wirtschaft. Wir können einen Beitrag leisten und sollen den leisten. Ich möchte, dass unsere Firmen nach Indien und nach China verkaufen können. Und wenn wir die richtigen, sauberen Technologien verkaufen, dann wollen diese Länder das auch. Das merke ich in meiner täglichen Arbeit. Cleantech ist jetzt leider etwas zum Modewort geworden, aber in Essenz ist es die Vollkostenrechnung als Qualitätsfaktor, der über alle Industrien Anwendung finden kann und wo, wenn es richtig Vollkostenrechnung gibt, der Markt spielen kann, es keine Subventionen braucht. Bei CO2 und Energie ist es für uns klar, wir müssen jetzt wenden. Je klarer die Politik die Wende macht, desto mehr können die Firmen vorausplanen, desto mehr sie vorausplanen können, desto mehr können sie sich beteiligen an der Energiewende. Sie können Investitionen machen beispielsweise. Und das heißt, je klarer die Wende, desto mehr Markt und desto weniger Subventionen. Das heißt, wir erwarten von der Politik wirklich jetzt eine klare Wende, damit wir wissen, wo es rangeht. Und jetzt ganz spezifisch zu heute Abend möchte ich noch kurz erwähnen, wie wichtig diese Arbeit ist im WTT-Bereich. Wir merken gerade in Cleantech, dass es absolut ein Riesenunterschied ist, ob Sie eine Photovoltaikzelle im Labor produzieren mit 20% Effizienz oder ob Sie diese zu Tausenden aus der Anlage rauslassen können. Das ist ein Riesenunterschied. Das heißt, die angewandte Forschung, die angewandte Wissenschaft, das ist vor allem wichtig im Cleantech, um schnell vorwärts machen zu können. Und ich möchte nochmal betonen, wie wichtig dieses Programm ist, genau in diesem Bereich. Ich möchte auch gratulieren, ist eine super Sache. Und jetzt noch ganz kurz zu den Leaders. Seid euch bitte bewusst, erlaube ich mir diesen Ratschlag, in was für einer privilegierten Situation ihr euch befindet. In diesem Land, in dieser Schule, mit diesem Programm. Viel besser kann es kaum werden.
Und ich würde euch bitten, dieses Privileg irgendwie versuchen, mit auf den Weg zu nehmen und zu überlegen, wo kann ich das einsetzen, dieses Wissen, von dem ich profitieren konnte, und vielleicht auch gerade, wo kann ich es Cleantech-mäßig einsetzen? Wo kann man noch etwas reduzieren? Wo kann man noch etwas verbessern, um dann auch das Produkt wettbewerbsfähiger zu machen? Ich würde meinen, Cleantech ist ein Safe Bet für sehr viele von euch, um euch wirtschaftlich auch zu positionieren, egal wo ihr politisch steht, einfach rein aus wirtschaftlichen Gründen. Und damit möchte ich abschließen, Ihnen noch allen gratulieren. Vielen, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Herr Wittlinger, herzlichen Dank. Jetzt ist es so, dass der Bundesrat am 25. Mai den Atomausstieg beschlossen hat. Sind wir doch ehrlich, wenn wir diese Lücke schließen wollen, dann brauchen wir Cleantech. Ja, ich glaube, Cleantech ist, also ob man es jetzt grüne Wirtschaft nennt oder ob man es Cleantech nennt, ist wirklich etwas, wo einen sehr klaren Bedarf hat im Moment. Und ich glaube, dass wir mit unserer Cleantech-Energiestudie gezeigt haben, dass es wirklich technisch machbar ist. Wir haben auch unsere Studie verglichen mit der ETH und mit dem Bund in den Zahlen und mit vielen anderen auch. Und man kommt immer ungefähr auf die gleichen Resultate. Das heisst, es ist möglich. Jetzt wird der Ständerat weiter entscheiden am Donnerstag. Ja. Wir merken auch, dass natürlich die politische Landschaft sich verändert hat seit dem Frühling. Was glauben Sie? Läuft das so beim Ständerat am Donnerstag? Also ich komme hier gerade von Bern und es wird sehr, sehr knapp. Es hat die Sonntagszeitung gerade eine Umfrage gemacht. Wir sind mit diversen Leuten im Gespräch, gehen morgen natürlich auch nochmal ins Bundeshaus. Und es zeigt sich ab, dass es eine relativ knappe Sache wird geben. Ich hoffe aber, dass die, wo wir jetzt nachher mit ihnen reden, dass die jetzt noch umschwenken, und ich bin... Doch, ich würde mal sagen 70%, dass es klappt. Herr Wittlinger, ich wünsche Ihnen auf Ihrem Weg viel Erfolg. Es ist auch wichtig für unsere Young Leaders, dass sie in Zukunft den Welt antreffen, dass sie damit arbeiten können, wo sie nicht eigentlich die Altlasten ausbaden müssen, die vorherigen Generationen verursacht haben. Ich bin der Auffassung, dass Sie jemand von denen sind, der in der Schweiz etwas bewegt, der gleichzeitig auch international uns als Wirtschaftsstandort versucht, neu zu positionieren, nachdem was wir ja andere Branchen haben, die vielleicht ein bisschen zurückgefahren werden. Ich danke Ihnen vielmals, dass Sie da waren. Herzlichen Dank und weiterhin alles Gute. Danke Ihnen. Das war Award-Referent Nick Wittlinger.